Hallo, heute ist ein gruseliger Tag für Bücher. Hier oben steht irgendwo Dauerwerbesendung. Ihr wisst, das muss so sein. Es könnte ja sein, dass ihr das Buch auch haben möchtet für eure Kinder oder für eure Nichte, für irgendein Kind, das auch so einen Spaß an so schönen Büchern hat, wie wir das haben. Ja, hinter der Kamera sitzt Sina. Ja, hi, und jetzt ganz ehrlich, wir wollen diese Bücher für uns. Wir haben sie uns jetzt Ja. ausgeliehen und ja, wir haben sie ganz schnell dann gelesen, kaum dass man zu Hause war, hat man sich hingesetzt und haben gerade diese Bücher gelesen und sie sind zauberhaft. Und wenn ihr auf Illustrationen im Burtonesken Style abfahrt, also wie Tim Burton, Ihr wisst, diese großen Kugelaugen und so. ja, und auch dieses leicht morbide, dieses leicht Gothic-mäßige, ist das genau euer Ding? Wir sind jedenfalls extremst verliebt und sie werden irgendwann bei uns ins Haus einziehen, weil wir so Garantiert. verliebt in diese Bücher sind. So, ich zeige es euch jetzt mal ein bisschen näher. Mortina, ja. Mortina, ein Mädchen voller Überraschung, das kann man so sagen. Das hier ist ihr Hund Mesto und sie wohnt mit ihrer Tante in dieser wunderschönen Villa Dekan. Warte mal, ich probiere das mal gerade für euch Wie heißt es scharf zu nochmal genau? stellen. Dekadente, Villa Dekadente. Ja, und sie wohnen ganz nah am Dorf. Das Buch ist einfach zauberhaft. Ich zeige euch jetzt mal. Ach, so ein. Ja, schaut mal. Seht ihr? Warte, man muss länger draufhalten. So, ich glaube, ihr habt es scharf. Ihr habt also noch ein bisschen was zum Entdecken, was auch zu solchen Spielen einlädt, wie ich sehe was, was du nicht siehst. Das hat Ma früher immer mit mir gespielt. Ja, gerne sogar. Ich gucke gerade, ob ich hier noch was ganz besonders Wunderschönes, Gruseliges, weiß der Kuckuck Es finde. sind auch bekannte Bilder in diesem Bilderrahmen oder so manchmal zu finden. Also es ist mir bei Teil 2 noch mehr aufgefallen als bei Teil 1, weil sie sind beide ähnlich aufgemacht. Ja, aber ich finde, dies hier ist noch, Mehr seht ihr Text. das? Es ist vor allen Dingen auch farbenfroher. Ja, Also. und ich finde, Teil 2 hat tatsächlich mehr Text als Teil 1. Es ist ein schönes Buch Ich zum gucke gerade Vorlesen, mal. denke ich mal. Es ist. Ich weiß nicht, wie einfach es ist, Schaut es mal. selber zu lesen. Sowas kann ich nicht Hier habt einschätzen. ihr ein Bild von Alfred Hitchcock. Also es Ihr habt auch sind, Edgar Allan Poe da genau, drin. oder hier dieses berühmte Bild von der Reise zum Mond. Also ganz, ganz viele bekannte oder weniger bekannte Gesichter trifft man da halt. Es ist einfach wahnsinnig schön mit ganz viel Liebe zum Detail halt gemacht. Und ja, Mortina. Mortina ist halt ein kleines Mädchen und sie wünscht sich ein Zombie-Mädchen. Zombie-Mädchen. Und sie wünscht sich nichts mehr als richtige Freunde zu haben. Aber ihre Tante sagt, das lass mal schön sein, bleib mir mal aus dem nahen Dorf da weg. Nachher machen die Jagd auf uns. Das ist viel zu gefährlich. Ja. Aber wenn es doch der größte Herzenswunsch ist, was kann man da denn wohl tun? Ja, und dann kommt ein Fest, das ihr alle auch kennt, Halloween. Und das ist doch das Ereignis und die Gelegenheit für ein kleines Zombie-Mädchen loszugehen. Und sie nimmt sich den Kopf von einem Vorfahren, der eigentlich als Schmuckkassette halt normalerweise herhalten muss. Und den nimmt sie als Korb. Damit das auch nicht auffällt, Du sagt kannst doch sie, nicht alles ach erzählen. ja, aber es ist so süß. Ja, jedenfalls muss der ganz leise sein, weil der kann natürlich auch noch reden. Ja, und Mesto, der kleine Hund, den sie hat, das ist ein Albino-Windhund. Und der ist auch ganz großartig, glaube ich, mit Kostümen und mit schick machen. Also es ist ein richtig, richtig zauberhaftes Buch, wo ganz, ganz viel Fantasie ist, ganz viel Kreativität, aber ich mag auch den Sinn dahinter, so die Gelegenheit, dass sie die nutzt, dass sie sagt, es ist mein Herzenswunsch und ich gehe dieses Risiko ein, ich gehe zu den Kindern und ihr Vor ahnt es allem, schon, es lohnt sich. es ist vor allen Dingen, dass man andere akzeptiert, so Ja. wie man ist, also sich selber akzeptiert und andere akzeptiert und dass es cool ist, was anders auszusehen, was anderes zu können als andere Kinder. Ich denke, das ist so ein bisschen die Grundbotschaft, die aber nicht im Vordergrund des Buches steht. In Teil 2 wiederum Warte ist. noch mal ganz kurz auf Teil 1. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, dass wir ganz oft falsche Dinge über uns selber denken. Beziehungsweise,
über das, was andere Leute über uns denken könnten. Also, dass man das wirklich mal vielleicht ausschaltet, weil vielleicht denken die anderen, man ist ein Monster. Und vielleicht stehen die vielleicht auf Monster oder finden Monster gar nicht so übel. Und ich finde, das ist auch noch so etwas, dass man dieses, wir wissen nicht wirklich, was die anderen über einen denken, dass man das vielleicht auch mal aus dem Kopf haut. Aber es ist ganz, ganz subtil, die Botschaft. Hier ist sie schon ein bisschen klarer, besonders weil es eine Endseite gibt, auf der dann steht, jeder hat ein Talent. Und ich glaube, das ist die Grundaussage. Ja. Auch wenn das Talent in diesem Buch ein Talent ein bisschen fragwürdig ist. Ja, ein sehr fragwürdiges Talent ist. Aber Talent ist Talent. Aber im Teil 2 geht es dann halt um einen Plapper-Efeu oder ja, so. Ja, Plapper-Efeu. Nee. Der wächst und wächst und wächst, wenn man ihn zuplappert und irgendwann verschwinden Leute. Ja, es ist nicht weh, es ist nicht gruselig, es ist einfach süß. Ich habe es als Kind geliebt und ich war sehr, sehr anfällig dafür, mich vor irgendwelchen super Dingen zu gruseln. Aber alleine die Illustrationen, wenn ihr wie wir einen Hang habt zu, warte mal, ich gucke mal, das ist Plapper-Efeu. Ja, und ihr seht auch den Kopf, der als Schmuckschatulle und so herhalten oder muss. Oder als Halloween-Tasche, je nachdem. Also wir können euch diese Bücher absolut und wärmstens empfehlen, wenn ihr auf Illustrationen abfahrt. Also wenn ihr eine Schwäche dafür habt, wenn jemand richtig gut zeichnen kann, ist das richtig süß. Es ist toll. Und ich denke auch, dass es sehr, sehr viel Spaß macht, mit Kindern diese Bücher zu entdecken. Also für uns steht es jedenfalls fest, früher oder später werden die beiden Bücher bei uns dauerhaft einziehen. Wir hatten sie jetzt aus der Bücherei ausgeliehen. Aber wenn etwas so Feines unseren Weg kreuzt, dann ist das doch ganz klar, dass wir es haben müssen. Mal schauen. Irgendwann sind sie unser und ich hoffe, dass es davon vielleicht noch andere Bücher gibt oder geben wird. Wir sind jedenfalls total verliebt in Mortina, in diese Zeichnung, ja, in das Ganze drumherum. So, das war's von uns für euch. Bis zum nächsten Mal.